Ich wollte Swordless Felsenturm sehen. Ja, nee. Ich hasse dieses Spiel. Dann wiederum, das im Sumpf ist auch scheiße. Ich hasse beide Bogenspiele in Majora. Ja, und wieder verkackt. Oder? Doch. Mann, ich hab verkackt. Das Problem ist, selbst wenn du verkackt hast, musst du trotzdem die ganze Minute jetzt noch weitermachen. Wobei, nee, Moment, ich kann doch einfach die blauen abschießen, dann kann ich es beschleunigen. Selbst die treffe ich nicht. Das, die Sache ist halt, dieses ganze Burg-Minispiel läuft einfach nur auf Muscle Memory, dass ich mir genau gemerkt habe, wie weit ich den Controller schwenken muss, um weiterzuschießen. Was? Ich wollte nicht auf Nein drücken. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock auf diese Minispiele, also gucke ich nach, was die Belohnung ist. Dass ich sie zur Not nicht machen muss. Ja, jetzt verheißen die denn, jetzt ist die Sache. Das will ich nicht wissen. So, Location List. Harborfield, Market, London Ranch, Castle. Nee, das ist alles Ocarina. So. Clock Town. Nee, das ist nicht. Wobei, das müsste ja Clock Town eigentlich sein. Goldstone. Scrub? Nee. Oder sind die unter Minigames irgendwie? Da. Homeshot Training? Nee, Moment, ich bin East. East ist der. Ja, ich werde das sowas von nicht machen. Die Belohnung für den Perfect bei dem Bogen-Spinispiel ist ein Herz. Am Arsch. Ja. Swamp. Fuck. Ich überleg's mir. Vielleicht. Gut, dass es nicht gemacht hat. Ich habe gerade gesehen, was im Sumpf die Belohnungen sind. Und Belohnung 1 ist zum Glück nur ein, ist leider halt nur ein blauer Rubin. Belohnung 2 ist leider ein Schlüssel für den Wassertempel. Ich überleg's mir. Ich kann mit Sicherheit im Wassertempel hier und da ein bisschen was skippen. Dementsprechend werden wir es wahrscheinlich nicht machen. Moment, ich kann die Bomber machen. Machen wir das zuerst. Dann habe ich deren... Dann wiederum ist es smarter, erst Tingle zu machen. Ich kann mir seinen Stuff schon mal kaufen. Also, hallo Tingle. Ich möchte was kaufen, was hast du so? 5 Pfeile! Ja geil, oder eine goldene Skulptula. Aber ist die dann nicht günstiger, wenn ich die dann woanders... Ach, scheiß drauf. Gib her. So, hi. Okay, fangen wir euch mal. Ich kann jetzt auch die Oma retten, jetzt wo ich ein Schwert habe. Kann ich das Kind auch einfach abschießen? Ja, kann ich. Schade, das ist nicht ganz so lange betäubt. Da hinten bringst du mir nichts. Ich sag mal, ich kann die auch als Deko fangen. Denke ich mal.
Nee, kann ich nicht. Wie die den wegschmeißen. Frech. Als Deko zu fangen ist natürlich sehr viel einfacher. So, das Doofe ist, du bist jetzt da gerade natürlich direkt am Map-Übergang. Aber hat geklappt. Der schwarze Geist wandelt umher. Ja, der schwarze Geist muss ab und zu bei uns auch mal auf die Toilette gehen. Der darf das. Ist gesetzlich so geregelt. Hi. Kommst du da runtergesprungen, wenn ich hier unter dir rumlaufe? Ah, der ist runtergefallen, okay. Urin-Geller. Ist leider auch witzig. Ich bin halt einfach so für diese dummen Wortwitze. Es ist gesetzlich erlaubt, Kinder mit Pfeilen abzuschießen. Wahrscheinlich... Wie dodgt der meine Pfeile die ganze Zeit? Junge. Alle gefangen. So. Yay, danke für die Fee. Secret Code. Bahn, ganz ekliger Code. 21453. Okay. Das so heiß und hüpft durch den Wald. Ein Jumping-Jung. Oh. So, 2, 1, 4, 5, 3. Wenn ich mich wegscheuchen wollte auch. Sack. Ich habe zum Glück noch genau 2 Bomben. Das heißt, ich kann mir die Truhe hier gleich links direkt erstmal holen. Kriege ich die Mondträne heute eigentlich noch? Geht das noch? Am dritten Tag? Keine Ahnung. Nee. Nur Skulltula. Ich sag mal, ich kann es mal ausprobieren. Doch eigentlich, wenn man sonst am Anfang Probleme hätte, wenn man die jetzt Deko zu spät holt. Ja, stimmt, ne? Eigentlich müsste die ja jederzeit zu kriegen sein. Probieren wir es mal aus. Das ist wahrscheinlich seltsam aus, wie wenn der Mond schon so nah dran ist und dann da noch eine Träne runterfällt, aber sollte ja hoffentlich gehen. Boah, ich kann auch mein Schwert einsetzen, fällt mir jetzt gerade ein. Ich bin schon durch die beiden letzten Streams so sehr dran gewöhnt, mein Schwert nicht verwenden zu können, dass ich jetzt einfach schon vergesse, dass ich ein Schwert habe. Ja, ich möchte das Teleskop benutzen. Ah ja, perfekt. Sieht man schon, was darunter fällt? Ja, Geld. Oh, der klopft nicht auf den Arsch.
Der guckt mich einfach nur seltsam an. Soll noch einer sagen, Geld fällt nicht vom Himmel. So. Kann dies hier das Item auch immer im Glaskasten. Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Da war ja was. Ja, ich bin so sehr im Muscle Memory drin, dass es einfach ungewöhnlich ist, ein Schwert zu haben. Wer benutzt denn bitte Schwerter? Ja, im Normalfall ist im Glaskasten natürlich die Mondträne. Und wahrscheinlich hat man es eher so durch Randomizer rausgefunden, dass man im Kasten eigentlich das Item sieht, was da gleich runterheult. Was schon irgendwie witzig ist. Kann ich? Was? Was willst du von mir? Hä? Ach so, weil ich das Bomber-Tagebuch nicht habe. Ah. Ich war gerade kurz verwirrt und dachte, was will der von mir? Ja, wenn man das Tagebuch nicht hat und da einfach reinläuft, dann meint er auch so, ey, was willst du? Einmal kurz mal zum Waschplatz. Ich habe ja, glaube ich, in diesem Zyklus die Kaffee-Quest gemacht. Im Normalfall würde er euch in dem Moment halt das Bomber-Tagebuch schenken. Halt immer und immer wieder. Das heißt, jedes Mal, wenn man da rauskommt, würde er einem das Bomber-Tagebuch schenken. Und da wir das schon haben, wird das aber mit einem Herzen ersetzt. Den haben wir wahrscheinlich die Kaffee-Quest im letzten Zyklus leider gemacht, weil dann hätte ich jetzt hier noch was holen können. Okay. Dann müssten wir jetzt erstmal alles Wichtige hier gemacht haben. Wir könnten die Killer-Ananas eben töten gehen. Jetzt haben wir ja was, um uns zu wehren. Wir können eben noch hier und da so ein paar Kleinigkeiten machen. Wir könnten auch hoch in die Berge. Wir könnten hinten an der Milchstraße noch den Tingel machen. Wait, hier vorne. So. Einfach gar kein Problem mit dem Schwert. Beziehungsweise ist es überhaupt einfach gar kein Problem, weil die sich irgendwie immer genauso perfekt dreht, dass ich dran komme. Ja, easy. Kommt auf dem Ohrenturm. Nee, Ocarina und die Hymne der Zeit sind gesetzt, weil man die halt hier haben muss, um überhaupt weiterzumachen. Oh, cool. Meine Karte. Nehme ich gerne. Bis letztens ist Verbindung aufgehört zwischen Pineapple und Pine. Tanzapfen. Huh. Geht's, wo du sagst. Pineapple ist quasi einfach nur. Aber mein Geld geklaut, der Sack. Und meine Pfeile. Die nehme ich nochmal mit. Pineapple ist legitim halt einfach nur der Tannenapfel. Oder der Tannenzapfenapfel. Wobei, nee, Pine ist wirklich die Tanne. Der Tanzapfel.
Oh wait, ich kann die Eulenstatuen jetzt einfach ganz normal aktivieren, ne? Wenn ich immer mal das Lied der Schwingen dann mal hab, ne? So, Tingel, Tingel. Cool Olympa. Was? Was habe ich jetzt gekauft? Stray Fairy Stone Tower. Okay. Die Lichtpfeile in Ocarina of Time. Okay, Tingel. Warum auch immer du die hast. Frage ist jetzt, ob ich hier irgendwo mal eben noch schnell 10 Rubine kriege. Ja, würde ich. Moment. Ach, verdammt, ich war zu langsam. Aber da hätte ich noch ein paar Rubine kriegen können. Einfach die Lichtpfeile von Zelda geklaut. Ja, echt mal. Habe ich? Ne, die Maske der Wahrheit habe ich nur in Ocarina, ne? Ja. Das heißt, hier kann ich erstmal nichts holen. Ich brauche die Bremer Maske oder die Maske der Wahrheit oder einfach früher herkommen. Bevor Romani von den Aliens gefressen wird. So, kaufen wir uns doch mal ein paar Lichtpfeile, ne? Hallo, ich hätte gerne Lichtpfeile. Danke. So. Magiere wäre jetzt schon echt nett. Ja. Schon. Oder die Hasenohren, die würde ich auch gerne nehmen. Ich weiß gerade, ob ich noch irgendwas. Das ist die Truhe. Ah, das ist die unter Wasser da hinten, ja. Oh, wait. Wir können zum Sumpfskulturhaus. Dadurch, dass wir jetzt die Pfeile haben, kommen wir da an dem Octorok vorbei. Und das Sumpfskulturhaus ist eine Schatzgrube der Items. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Geld farmen, damit ich das gleich alles auf die Bank packen kann. Machen wir das jetzt für den restlichen Tag hier noch, weil auf der Bank gibt es auch noch gute Belohnungen. Dinge, die man 6 Stunden vor Weltuntergang macht. Geld farmen. Ich meine, das ist schon echt nicht viel. Es geht schon echt langsam, ne? Vielleicht machen wir es doch nicht. Was würdet ihr 6 Stunden vor Weltuntergang machen? Keine Ahnung. Mein Leben chillen. Ist eh gleich vorbei. Spinnen töten. Was war da oben eigentlich nochmal? Ach ja, Pfeile. Ich sehe es schon. Never mind then. Aber wir können noch mal kurz gucken, was der Tingel für uns hat. Nee, die Krüge wurden nicht gerandomized. Das wäre mir dann auch noch ein bisschen zu viel. So, do you want to buy a map? Oh, das Auge der Wahrheit. Ja, her damit. I take it. Bye.
könnten in die Berge hoch und uns den einen Tingle dort noch holen. Das wird, wenn wir jetzt eh gerade schon ein bisschen Geld zur Hand... Huch, Hilfe. Bisschen Geld zur Hand haben, dass wir da eben noch was kaufen. Tingle hat mir zu viele gute Items. Der Tingle in den Bergen kommt dann gleich dann mit einem Schwert an, oder wie? Auch so ein Item, wo Magie besser wäre. Ja! True! So, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Geld, dann können wir da... Okay, was ist denn das nächste Magie-Item, was wir von Tingle bekommen werden? Weil der nur magische Items anscheinend hat. Feuerpfeile, aber die Ocarina-Feuerpfeile dann. Sind die Elementarpfeile überhaupt so wirklich nützlich in Ocarina of Time? Also wirklich, oft braucht man die jetzt nun auch wieder nicht. Da komme ich noch nicht, also links und rechts komme ich noch nicht hin ohne Epona. Heißt, es bleibt wirklich nur der Norden. Vor allem die Eispfeile. Ja, die waren richtig nützlich. Wobei, man kann die Goron-Maske auch ohne Magie verwenden. So ist es nicht. Man kriegt die Spikes halt nur nicht raus. Was ist da nochmal drin? Ah, eine von den Liederhöhlen. Das ist die langweilig, das stimmt. Bin ich eigentlich instant tot, wenn mich so ein Dodongo verbrennt? Schon, ne? Try it. Nee, du. So. Wait. Braucht man nicht auch Bomben, um zu den... zum Bergdorf zu kommen? Ich habe eine Bombe. Ich hoffe, die reicht. Vielleicht haben wir aber Glück und kriegen hier und da noch ein paar Bomben. Bomben? Yo, der Soundeffekt! Ich sah die Packungsbeilage flüsternd vor. Ich weiß ja nicht. Aber ja, eine Bombe reicht sogar wirklich aus, um ins Bergdorf zu kommen. Eisfälle sind im Grunde Eis am Stiel. Und Eis am Stiel ist lecker. Also sind Eisfälle auch lecker. Oder so. So, haben wir den auch schon mal aktiviert. Oh, nice. Neue Bomben. Und neue Pfeile. Ist in dem Schneeball der alte Goron-Opa drin? Das wäre ja auch interessant. Wenn er schon so weit gekommen ist und nur um da kurz vor Ende einzufrieren.
dabei. Schön, wie anfällig die sind an ihrem Rücken. Pluff. Ja, der geht ja quasi immer weiter vom Dorf bis zum Pikibernia. Ich hole mir meistens eher am ersten Tag. Oh, alles sold out. Ja, sad. Ah ja, stimmt. Der müsste ja die Items von hier und von der Milchstraße haben. Die Milchstraße habe ich ja schon gekauft. Ist der Gorone hier eigentlich noch irgendwo da, der uns die Tür aufmacht? Ne, ist nur ganz am Anfang da, ne? Nur in den ersten Tagen. Heißt... ich könnte noch... oh ja, nee, die Eule ist da. Gut, das heißt, ich komme sogar in die Höhle rüber. Hut, hut! Das heißt, ich kann in die Höhle und dort mir noch den Stuff holen. Ich kann nun nicht mehr zurück. Aber das ist nicht schlimm. Wir porten uns einfach nachher dann wieder raus.